Ich bin die Versammlungsleiterin und eröffne hiermit die Versammlung. Ich muss ein paar Sachen zur Versammlung sagen, zum Beispiel, dass wir kein Feuer anmachen dürfen. Wir dürfen uns nicht auf die Treppen setzen, weil das ist Uni-Eigentum. Wir müssen den Anordnungen der Polizei Folge leisten. Das wäre so. Das kommt wieder leider. Okay, dann fangen wir gleich mit unserer Hauptrednerin an. Ich darf Frau Dr. Monika Chiang recht herzlich begrüßen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Zusätzliche Impfdosen zu den bereits bestellten aus und machte Pfizer damit entgegen EU-Wettbewerbsrecht zum alleinigen Marktführer. Weil von der Leyen die Verträge geheim hält, ermittelt jetzt die EU-Staatsanwaltschaft. Ein Vertragsdetail, das bekannt ist, ist, dass die EU-Mitgliedstaaten Entschädigungszahlungen für mögliche Impfschäden übernehmen müssen. Es ist wirklich ein Riesenskandal. Ein Unternehmen macht Milliardengewinne, wickelt diese über Steueroasen mit niedrigsten Zinssätzen ab und die Haftung für das Produkt übernehmen dann wir, die Steuerzahler. Wir treffen Bianca Spielmann in Duisburg. Die 45-Jährige arbeitete früher ehrenamtlich beim Katastrophenschutz. Als eine der Ersten bekommt sie deshalb eine Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Hat noch mal kurz nach Allergien gefragt, die ich aufgeführt hatte, die Heuschnupfen. Und das war's. Dann war der Peaks schneller drin, als man gucken konnte. Vor einigen mit verheerenden Folgen. Zahlreiche Menschen erleiden Sinusvenenprobleme, nachdem sie den Vektorimpfstoff bekommen. So auch Bianca Spielmann.